Wunderschaft. Du bist die Kraft, die aus Liebe, Wunderschaft. Du bist die Kraft. Sei herzlich gegrüßt, hier in Anis Welt. Die Liste. Bei diesen Worten fällt mir automatisch Schindlers Liste ein. Darum soll es in diesem Beitrag aber nicht gehen. Auf meinem Weg zum inneren Seelenfrieden kam ich auf die Idee, eine Liste anzufertigen. All die Begebenheiten, die aus meiner Sicht nicht so gut liefen, fing ich an zu notieren. Schon alleine das Aufschreiben tat mir gut. Raus aus dem Kopf und auf ein geduldiges Blatt Papier geschrieben, fühlte es sich leichter an. Nachdem sich verschiedene Kategorien aus meiner Liste bildeten, überlegte ich, wie ich zukünftig damit umgehen wollte. Trotz meiner klaren Zielsetzung erfüllten sich oft meine Vorstellungen dabei nicht. Wieso? Anhand des Beispiels über gescheiterte Beziehungen möchte ich dir hier aufzeigen, wie du an die Problemlösung herangehen kannst. Ich betrachtete, warum mein Ziel, eine glückliche Liebesbeziehung zu führen, oft scheiterte. Mein Fokus lag dabei direkt auf die Probleme, die entstanden waren. Ich merkte, wie es mich herunterzog. Ich die Fehler bei mir suchte und oder entweder dem Partner, die Umstände, die Ursprungsfamilie oder halt einfach dem Schicksal die Schuld dafür gab. Dabei bekam ich schlechte Laune und Resignation breitete sich in mir aus. Ich legte die Liste beiseite. Dann stieß ich auf das Thema der Wunscherfüllung und Glaubenssätze umzukehren. Klasse, endlich ein Weg heraus, so dachte ich. Ich fing damit an, sämtliche positiven Eigenschaften einer Beziehung, wie ich sie mir vorstellte, aufzuschreiben. Mein Mann sollte mit zum Beispiel Wissen, Neugierde, Abenteuerlust, Authentizität, Stärke, innerlich wie äußerlich, ausgestattet sein. Er sollte selbstständig, eloquent und aufgeschlossen sein und natürlich ausschließlich mich lieben. Gut aussehen sollte er dazu natürlich auch noch. Ich schrieb alle Attribute, die der Mann haben sollte, auf. Mir fiel so viel zu meinem zukünftigen Partner ein, dass ich 2 DIN-A4-Seiten mit meinen Vorstellungen aufschrieb. Und es fiel mir Tag für Tag immer mehr ein, bis ich schließlich 3,5 DIN-A4-Seiten vollgeschrieben hatte. Nun überlegte ich, wie ich mit diesen Wünschen umgehen sollte. Wie sende ich meine Wünsche ab? Stelle ich sie mir einfach nur gedanklich vor? Sollte ich einen Zauber damit machen und die Zettel verbrennen? Hatte ich so viel Glück wirklich verdient? Viele Fragen und ich legte meine Liste erst einmal wieder beiseite. Wenn, dann wollte ich auch alles richtig machen. Zeit verging. Nach ein paar Monaten fiel mir die Liste natürlich rein zufällig wieder in die Hände. Ich las mir jeden einzelnen Punkt durch. Merkwürdige Gefühle stiegen in mir hoch. Irgendwie kam ich mir ziemlich unverschämt und sehr fordernd vor. Kann ich denn all diese Wünsche, die ich mir von meinem Partner wünsche, auch geben? Bin ich dazu in der Lage, auch dasselbe zurückzugeben? Also nahm ich mir jeden einzelnen Punkt vor und überlegte, was ich mir von diesen vielen aufgeschriebenen Wünschen selbst schenken kann. Ganz ohne Universum oder anderen höheren Einflüssen. Punkt für Punkt ging ich die Liste durch und musste dabei feststellen, dass ich mir all diese Wünsche selber erfüllen kann. Niemand von außen war dazu nötig. Alles, was ich in meinem Partner sehen wollte, spiegelte ich auf mich zurück, so dass eine Dualseele für mich
nicht mehr in Erscheinung treten muss. Alte Muster sind somit aufgelöst und ich bin befreit vom Frust, keinen Partner gefunden zu haben und bin auch das Wünschen losgeworden. Denn Wünsche drücken auch immer einen Mangel aus, der befriedigt werden möchte. Ebenso gehe ich jetzt die Listen meiner anderen Kategorien durch. Das bedeutet in letzter Konsequenz, tatsächlich wunschlos glücklich zu sein. Wer möchte das nicht? Alles, was ich jetzt in einer Beziehung erleben darf, ist ein Geschenk. Und so wird eine Beziehung auch in Dankbarkeit geführt, anstatt in Wünsche, die befriedigt werden wollen. Ich hoffe dir, mit meiner Herangehensweise einen Impuls gegeben zu haben. Versuche es gerne mal auf diese Art und teile mir in den Kommentaren mit, ob dir dieser Weg geholfen hat. Bis zu meinem nächsten Beitrag. Deine Annie.